dir ein leichter mallorquinischer Gurken-Melonensalat mit Feta und Garnele. Und wie dieses Gericht funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Und da ich ja von der Alpenrepublik auch mal in den Süden gekommen bin und auf Mallorca gearbeitet habe, habe ich ein sehr schönes Gericht mitgenommen heute. Und zwar einen Melonen-Gurkensalat mit Feta und dazu machen wir uns schöne Garnelen. Hier haben wir 8 12er Seawater Garnele, ganz eine hervorragende Ware. Dann haben wir Wassermelone, Salatgurke, Feta-Käse und abgeschmeckt wird das Ganze mit weißem Balsamico, Salz, Pfeffer, braunen Zucker und Olivenöl kommt da noch rein. Und da haben wir uns jetzt ein Wasser aufgestellt, so wie man auch den Hummer kochen kann. Wir haben Gemüse reingegeben, bisschen Kümmel ist mit drinnen, etwas Salz ist drinnen, eine Prise Zucker und da kommen jetzt unsere Garnelen rein. Wir lassen das Ganze einmal ganz leicht aufkochen und ziehen dann die Garnele vom Feuer weg von der Herdplatte. Und zwar aus dem Grund, weil die sonst, wenn die kochen würde, wird die einfach hart werden. Und das wollen wir vermeiden, weil wir schönes Garnelenfleisch haben möchten. So wollen wir es haben. Jetzt hat es aufgekocht und jetzt ziehen wir den Topf weg und lassen die Garnelen nur mehr ziehen. Und während unsere Garnelen ziehen, haben wir jetzt Zeit, den Salat schnell zu machen. Wir geben die Salatgurke schon mal in eine Schale. Und da können wir jetzt schon unsere Marinade machen, dass wir die Salatgurke schon mal salzen und pfeffern. Den weißen Balsamico dazugeben. Den braunen Zucker. Und das Olivenöl. Und das Ganze vermischen wir jetzt gut. So, und jetzt kommen da unsere Wassermelone rein. Und zwar die Wassermelone, da habe ich einen Kugelausstecher. Sieht halt einfach schöner aus. Wir wollen ja ein bisschen fürs Auge auch arbeiten. Und da geben wir unsere Melone mit dazu. Die Garnelen waren jetzt hier so lange drinnen, während wir den Salat zubereitet haben. Und jetzt nehmen wir es raus. Und diesen Fond braucht man natürlich nicht wegschmeißen. Jetzt, wo wir die Garnelen gekocht haben, da kann man unsere schöne Fischsoße oder auch für einen super Fischsuppe nehmen. Das ist wunderbar einzufrieren. Und wenn wir es brauchen, dann haben wir was Kräftiges da. Und die Garnele, da braucht man ja den Kopf nur abdrehen. Die Garnele hier auseinanderbrechen. Und dann kann man das einfach hier wunderbar abziehen, nochmal kontrollieren, ob irgendwelche Reste drauf sind oder Dinge, die wir nicht haben wollen. Und da haben wir unsere Garnelen jetzt wunderbar. So, jetzt haben wir unseren Salat hier schön angerichtet, bisschen Minze noch ausdekoriert und schaut mal bei den Garnelen, wie herrlich weiß und von der Konsistenz, das ist nicht hart. Die Garnele ist genauso, wie wir es haben möchten, wirklich perfekt gegart und die kommt jetzt noch auf unseren Salat. Und dann steht einem leichten, leckeren Sommeressen nichts mehr im Wege. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann schon gar nicht mehr widerstehen. Ich muss mal probieren. Top gegarte Garnelen. Ich glaube wirklich, das ist einem Daumen hoch wert. Uns würde es natürlich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und vergesst uns bitte nicht auf Instagram. Und ich freue mich aufs nächste Video und sage Tschüss.